Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. In der letzten Folge haben wir die Wachen ausgeschaltet, die uns bei der Übernahme der Basilika in die Quere kommen könnten, beziehungsweise sollten ja die Leute von Antonio dort jetzt, wo wir die Wachen gekillt haben, quasi den Auftrieb für unsere Flugmaschine anbringen. Das ist ein kleiner Feuer, Basseng oder sowas. Und wir müssen uns jetzt quasi hier oben hochbegeben und nur noch die Mission starten. Und das machen wir jetzt auch. Es ist soweit. Es ist vollbracht. Wie schön. Sie. Nun hoffen wir, dass euer Plan aufgeht. Denn wir haben fast keine Zeit mehr. Hör gut zu, Ezio. Du wirst von Feuer zu Feuer fliegen müssen. Die Hitze der überflogenen Feuer wird dich wieder aufsteigen lassen. Verstanden. Aber Vorsicht! Heute Nacht sind Schützen auf den Dächern. Weiche den Pfeilen aus, oder es wird ein kurzer Flug. Ich wünschte, ich könnte mein Schwert benutzen, während ich dieses Ding fliege. Nun, du hast die Beine frei. Wenn du nah genug herankämst oder einen Pfeil im Schädel, könntest du sie vielleicht von den Dächern treten. Nett. Jetzt oder nie, amico mio. Gelegenheitsflieger. Leonardos Flugmaschine zum Palazzo Ducale steuern. Im Inneren des Palazzos Carlo Grimaldi eliminieren. Das wird schwer. Auf geht's, Freunde. Na toll. Super, gleich schon entdeckt. Hammer. So, hier rüber fliegen, dann kommen wir nämlich nach oben. So, der Palazzo ist da hinten. Ja, das hat ja super geklappt. Gut. Ich muss mich erstmal an die Flugsteuerung gewöhnen, glaube ich. Das war jetzt ein bisschen Fail. Sorry dafür. Wir probieren es nochmal. Auf geht's. Jetzt sieht er auf einmal anders aus. Aber immer noch die gleiche Stimme, der Typ. Super. So. Alter. Das geht aber auch ab, wenn man über dieses Feuer geflogen ist, ne? So, die Feinde haben uns. Wir fliegen aber weg. Aber natürlich nicht zu weit. Alter! Alter, 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 das ist scheiße schwer. Wow, hier haben Feuerpfeile die Mistkerle. Okay, okay, okay. So, klappt bis hierhin ganz gut. Boah, ist das scheiße. Alter. Okay, hier rüber. Okay, nicht zu nah natürlich, Tobi. Okay, ich glaube, das könnte ein bisschen zu weit werden da hinten. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Oder? Oder, oder, oder? Bam! Da unten ist noch mehr Feuer. Super. Super, super, super. Komm. Yeah! Scheiße. Verdammt, ich hätte links fliegen müssen. Okay, vielleicht schaffen wir es zu dem Feuerding da. Nein! Okay, das wird eine ziemlich lange Folge, habe ich das Gefühl. Alter Schwede, ey. Seht's mir echt nach, wenn ich jetzt nicht so viel quatsche gleich. Ich muss mich echt konzentrieren. Das ist gar nicht mal so einfach, ey. Alter. Na gut. Schnauze. Schnauze, du Penner. So. Hier rüber. Flups. Und da haben uns die Typen entdeckt, die Mistkerle. So, fliegen wir hier nochmal schnell drüber. Wow. Okay. Wir müssen nochmal abbiegen hier. Ich schaff das nicht, die Kurve. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Wir können den Pfeilen ja ausweichen. Das ist kein Ding. Wir müssen uns ja nicht zu sehr, ne? Stressen. Alter. Das war knapp. Okay, da unten ist das brennende Boot. Das Boot. Alter. Der hat mich erwischt, der Penner. Erwischt. Der nicht. Sein Glück. Okay. Da ist die nächste Feuerstelle. Und da hinten ist schon gleich die nächste.
Oh, ein bisschen höher, ein bisschen höher, ein bisschen höher. So ist gut. Okay, wow. Alter. Okay. Nein, der hat gesessen. Fuck. Okay, ich glaube, wir sind fast da, oder? Da unten müssen wir hin. Ja, wir haben es gleich geschafft. Yes! Bums! Das schöne Werk von Leonardo. Was war das? Keine Sorge. Bestimmt nur Kinder. Mit Knallfröschen. Kommt, ihr seid am Zug. So naiv. Der alte Grimaldi. Den Palazzo infiltrieren und unbemerkt den Typen da unten killen. Okay. Das wird nicht einfach. Aber der Flug war, glaube ich, schwieriger. So insgesamt gesehen. So, da ist der erste Feind. Den räumen wir aus dem Weg. Oh nein, wirst du nicht! Was? Alter, scheiße. Ich dachte, wir können ihn einfach so killen, aber dass der uns natürlich gleich entdeckt, okay, das war dumm. Ich hoffe, hier waren Checkpoints, sonst rage ich jetzt gleich. Verdammt. Hat ja doch am Ende ganz gut geklappt mit dem Fliegen, ne? Drei Versuche? Okay, nochmal. So, der hat uns nicht gesehen. Halt's Maul. Alter, das... Ich darf nicht rennen, okay. Ich guck gleich mal noch, wie viel Wurfmesser wir noch haben. Dann eliminieren wir ihn einfach damit. Oder ich schleiche mich einfach an. Würde natürlich auch gehen. Aber ich dachte mir schon, dass es scheiße schwer wird. Das dachte ich mir schon. Vielleicht können wir auch mal gucken, dass wir einen direkten Weg nach unten finden. Mal gucken gerade, Moment. Wäre das sinnvoll, gleich nach unten zu gehen? Ich meine, da ist auch die ein oder andere Wache, aber nur eine sehe ich bis jetzt. Wir probieren's. Wir können nicht mehr wie scheitern. Und wir haben schon so manches Assassinengrab durchkämmt. Okay. Der da unten kann uns mal getrost am Sack lecken, wenn er will. Halt! Signore, trink das nicht! Du kommst zu spät. Der Doge ist schon tot. Was? Carlo? Verzeiht, Signore. Ihr hättet eben einfach auf mich hören sollen. Du hast wohl versagt, Assassine. Vergebt mir, Signore. Tut mir leid. Warum? Wofür denn das alles? Oh. Assassino! Boah. Assassino! Er hat ihn ermordet! Der Doge ist tot! Du kleine Drecksau, Alter. Du stirbst heute, du alter Mann. Schnauze! Holen wir uns den alten Sack. Den Weg abgeschnitten, Grimaldi. Ein Attentäter tötet den anderen, wie es scheint. Wir töten und glauben. Es wäre das Beste, oder? Messer Ezio. Ich tue das nicht für mich selbst. Ich bringe dieses Opfer für die gute Sache. Requiescat in pace. Ruhe in Frieden. Du tötest mich? Du tötest mich? Was? Wir waren das doch gar nicht. Oder hat er jemand anderes gemeint? Keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal stiften. Tschüss. Auf Wiedersehen. Yeah. Oh Mann, das lief super am Ende. Hammergeil. Und Grimaldi ist tot. Codex-Seite erhalten. Super. Und ich glaube, jetzt kommt gleich eine Zwischensequenz, oder? Weil das zittert so das Bild. Genau. Sequenz 8 beendet. Geil. Super, das hat echt klasse geklappt. Ich bin gerade schon so ein bisschen stolz auf mich. Die Flugeinlage war nicht ganz perfekt. Ja, aber mein Gott. Ne? Das macht man ja auch nicht alle Tage.
Die erlauchteste Republik Venedig im Jahre 1486. Wunderbar. Wir sind zurück und es ist wieder mal Nacht hier über Florenz und ich möchte mal gerade auf die Karte schauen und ich hoffe jetzt einfach mal, dass dort unten, genau, da hat sich nämlich das letzte Gebiet aufgetan. Ist ja super, dann holen wir uns gleich mal die Codex-Seite, würde ich sagen. Und das nächste Assassin-Grab blinkt da unten auch schon, ist ja der Hammer. Und ich möchte es gar nicht in den Mund nehmen, aber was ist hier denn los, Stau oder was? Ja, das nutze ich einfach mal gerade, ne? Der hüpft jetzt eh gleich vom Boot. Hat sich das mit dem Stau erledigt. Tschüss. Was wollte ich gerade sagen? Ich möchte es ja kaum in den Mund nehmen, aber wir sind schon ziemlich weit mit Assassin's Creed 2. Und es haben ja schon einige gefragt, wie geht es denn weiter, wenn Assassin's Creed 2 fertig ist. Und ich habe mir das mal so ein bisschen überlegt. Und ich bin zum Entschluss gekommen, dass wir nach Assassin's Creed 2 ein bisschen Pause machen werden. Also 1-2 Wochen müsst ihr mir da auf jeden Fall geben. Assassin's Creed 3 wird natürlich weiterlaufen, ganz klar, das ist ja ein laufendes Projekt. Aber Assassin's Creed 2, dann ist erstmal ein bisschen Pause. 1-2 Wochen, ich weiß ja nicht, wie lange das hier noch geht. Und dann starten wir mit Assassin's Creed Brotherhood voll durch und dann geht's wieder täglich abwechselnd mit Assassin's Creed 3. Ne? Ich glaube, das ist doch eine ganz gute Variante. Ah, jetzt kommt der schon wieder hier, komm, geh dich pimmeln. Münzen! Hammer! Wir kümmern uns jetzt um die Typen dort. Und zwar mal auf eine ganz neumodische Art und Weise, und zwar mit einer Rauchbombe. Zack. Zack. Und zack. Das hat super geklappt. Schon wieder. Das war schon wieder viel zu gut, glaube ich. Wir plündern die Codex-Seite. Super. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir haben. Steht das hier nicht gleich irgendwo? Nee. Okay, dann nicht. So, dann plündern wir die Leutchen hier gerade noch. Wobei, komm, wir brauchen wir eigentlich gar nicht. Oder vielleicht finden wir eine Rauchbombe. Doch, wir plündern sie. Vielleicht finden wir ja eine Rauchbombe. Wäre der Hammer. Ah, zwei Wurfmesser, gebe ich mich auch mit zufrieden. Vollkommen in Ordnung. Und noch ein Wurfmesserchen. Komm, so eine Rauchbombe ist noch drin. Na, noch ein Wurfmesser. Wie liegt der denn da? Ich chill eine Runde, alles okay. Rauchbombe, Wurfmesser, super. Bares brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir sind ja ganz... Was ist hier denn los? Ah, Carnival Time. Hier ist so schön geschmückt und alles. Hier ist Karnevalzeit. Das habe ich in den Kommentaren ja schon gelesen, dass wir bald beim Karneval sind. Santa Maria della Visitazione. Alter. Ach, schön. Deine Mucke will ich trotzdem nicht, Junge. Friss das. Da oben ist eine Feder. Komm, die holen wir uns. Tschüss. Ein Glückstag. So. Hier, wo war denn jetzt die Feder gerade? Hallo, Feder? Federmann Johnson? Was wollt ihr denn von mir? Die Probleme? Könnt ihr mal auf mich so anzustarren? Ich hab da was für euch. Halala. So, jetzt schwimmen wir einmal hier rum. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal schnell. Ist das hier nicht eine Schnellreisestation? Sag mal, ist das hier? Ist das hier? Nee, das ist Einkaufen. Hä? Nee, doch, ist eine Schnellreisestation, sag ich doch. Dann möchte ich mit euch nochmal ganz kurz nach Monteregioni reisen. Einen kurzen Blick auf die Codex-Seitenwand werfen und das müssen wir auch noch kurz machen. Codex-Seite und genau die Kasse plündern. Das machen wir jetzt noch schnell. Und dann habt ihr ja auch gesagt, wir sollen mit den ganzen Assassinen-Siegeln mal runter in den Keller gehen. Das machen wir aber erst, wenn wir alle Assassinen-Siegel haben. Also das machen wir jetzt nicht sofort. Das sparen wir uns noch ein Weilchen auf. Wie gesagt, wir haben keinen Stress. So. Moin, moin. Und hallo. So, schnell mal rüber geschwupst. In unsere schöne Villa, die hier super ausgebaut ist. Unsere Festung. Möchte ich fast schon sagen. Unsere Festung. Und wir sind ja hier noch so ein paar Statuen schuldig, ne?
Weil ich habe mittlerweile gelesen, dass man die auch nach der Mission, also nach der Hauptstory quasi noch beenden kann. Das machen wir dann einfach wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt hier extra noch Folgen machen. 22.000! Wo wir extra nach diesen Statuen suchen. Ich schätze mal, das werden wir nicht tun, aber wir können mal mit der guten Claudia sprechen. Claudia! Salute, Claudia! Willst du das Buch sehen? Ja, hier können wir unsere Einnahmen und so weiter untersuchen. Weil so viele gesagt haben, ja, quatsch doch mal mit deiner Schwester, da kannst du bestimmt noch was machen. Hiermit habe ich das Ganze beantwortet. Nein, können wir nicht. Nur das Buch angucken und das interessiert mich aber eigentlich nicht. Aber das hier interessiert mich schon viel mehr. Die Codex-Seitenwand. So, zu interagieren, B drücken. Zack. Okay, wir haben neue Seiten hinzugewonnen. Na, da fehlen aber noch ein paar. Gut, gehen wir wieder zurück. Wollte nur mal gucken, ob wir da jetzt vielleicht noch irgendwas rumschwurbeln können, aber können wir jetzt im Moment gar nicht so, weil uns noch ein paar Seiten fehlen. Macht aber ja nichts. Hier einmal durch den entsprechende Menü zu öffnen. Ein Modell der Kutsche, die ich steuerte. Ach ja. Schön. Was haben wir hier? Noch gar nichts. Was haben wir hier? Ah, hier können wir noch so ein paar Sachen einfach durchsuchen quasi. Rüstungen und sowas, das wir haben. Lederrüstung ist das hier. Das hier ist wiederum eine andere Rüstung. Helmschmiederüstung. Das ist quasi so unser Waffen... ja, wie soll ich sagen? So ein Trophäenraum einfach. Das ist die Flugmaschine, die wir in dieser Folge genutzt haben. Ne? Brauche ich euch aber eigentlich gar nicht erzählen, weil ihr wisst das wahrscheinlich alle schon. Und deshalb beenden wir diese Folge hier drinne. Weiß ich gar nicht, ob wir das schon mal gemacht haben. Auf jeden Fall ist es jetzt quasi das erste Mal. Wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen bei Let's Play Assassin's Creed 2, werde ich wahrscheinlich schon wieder in Venedig rumfluxen. Bei Da Vinci, denn da ist ja dann die nächste Mission. Bis dahin verabschiede ich mich von euch. Auf Wiedersehen, tschüss und haut rein.